Zentrale Notaufnahme Essen. Oft geht es hier um Leben und Tod, manchmal aber auch nicht. Frau Werner, hallo, grüße Sie. Hallo. Was passiert? Ich war auf der Messe. Nein, und? Ja, ich habe Eis gegessen. Und? Brechen, Durchfall, alles. Seit wann? Seit dem Eis? Seit dem Eis. Was war denn das für ein Eis? So ein Softeis, so Vanille. So Vanille-Softeis. Ja, mit Schoko wäre das nicht passiert. Ja, hat der gegessen, mein Mann. Sie haben Schoko gegessen? Nee, Sie sind nicht der Mann. Nee, der ist nicht mein Mann. Muss schon sagen, da hätte ich mich jetzt gewundert. Fahrt ja mal bitte in die... Warum kann ich nicht auch einen Jungen haben? Halt bin ich selber. Wohin? Weiß ich nicht. Halte ich mich jetzt raus. Einmal in den Infektionsbereich hinten. Ein Eis gegessen und schon geht es in den Hochsicherheitsbereich. Ja, die Sache ist halt die, wenn die Dame Übelkeit, Erbrechen angibt, ist das bei uns der Standard, dass sie die Leute isolieren. Kann es auch sein, dass sie irgendwelche Infektionserkrankungen haben. Scheißerei als Norovirus oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir hier als Regel, wenn Patienten mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen kommen, was halt potenziell auch infektiös sein kann, werden die von uns hier von vornherein isoliert. Das heißt, wir gehen auch gleich rein mit Schutzkleidung, weil bis zum Beweis des Gegenteils wollen wir uns schützen und erstmal alle anderen Patienten schützen. Können Sie einmal den Bademantel ausziehen, dass Sie einmal so ein paar Werte von Ihnen nehmen können. So, jetzt einmal nicht sprechen, ich muss einmal den Bauch abhören. Ich habe einen Stimmen im Bauch. Nicht sprechen. Wenn ich hier so drücke, tut da irgendetwas weh? Gar nicht. Bis nach Hause, ich bin morgen auf der Taufe. Ja. Mein Nachbar. Okay. Warum haben Sie den Rettungsdienst gerufen? Hab meinen Mann gerufen. Sie möchten eigentlich eh nur was haben gegen Übelkeit, Erbrechen. Ich verstehe. Sie möchten gerne was haben gegen die Übelkeit und das Erbrechen. Und mal Tee und Zwieback? Ja, könnte ich machen. Das könnten Sie machen. Okay. Also, wir können ja jetzt mal besprechen, wie wir es weitermachen. Plan A wäre, dass ich Sie jetzt hier komplett verkabel, Ihnen einmal Labor abnehme und dann gucken wir, was ist. Plan B wäre sagen, yo, ich gebe Ihnen mal was gegen die Übelkeit und dann können Sie wieder nach Hause. Ja. Machen wir Plan B. Machen wir Plan B, wunderbar, bin ich voll mit einverstanden. Dann gucken wir mal, dass wir Sie morgen für die Taufe wieder fit kriegen, ne? Ach, nicht erschrecken, es wird einmal kalt. Drin? Fertig. Na, da muss der richtige Mann kommen. Oh, danke. Man muss auch manchmal einfach nur Glück haben im Leben. Ne? Ich esse nie mehr ein Eis auf der Messe. Boah, es war mir schlecht. Und ich wollte heute noch so viel machen. Was denn? Oh, ich habe Bügelwäsche, ich habe Dingens, ich muss noch meinen Garten zum Winter vorbereiten. Immer häufiger verirren sich Menschen wegen kleiner Wehwehchen in die Notaufnahme. Das macht dem Oberarzt Bauchweh. Man hätte Transport ins Krankenhaus vermeiden können. Man hätte vermeiden können, dass die Patientin jetzt von uns hier gesehen wird. Ja, man hätte das alles im Sinne der Patientin viel angenehmer machen können. Ja, natürlich angefangen von, wie gehe ich mit meinem Leben um? Ja, also ich rufe, wenn ich zu Hause Übelkeit, Erbrechen habe, nicht sofort den Rettungsdienst. Ja, das ist ein bisschen Unsicherheit, aber es ist halt immer wieder das, was wir häufig sehen. Jeder Mensch gibt die Verantwortung für sein Leben ab. Uniklinik Essen, das größte Krankenhaus des Ruhrgebiets. In der zentralen Notaufnahme Nord behandeln 19 Ärzte und 40 Pflegekräfte im Schichtbetrieb echte und vermeintliche Notfälle. Sie retten Leben, trösten Angehörige und ärgern sich über Patienten mit Bagatellbeschwerden, die genauso gut zum Hausarzt hätten gehen können. Sonolicht. Ah, danke. Zigzag! Hedwig Tschotsch ist vor Stunden mit dem Rettungswagen gekommen. Nach einer ersten In-Augenscheinnahme muss sie warten. Und warten. Und warten. Die 74-Jährige hat harte Zeiten hinter sich, inklusive Chemotherapie. Ich habe Krebs. Ich bin Patientin von Ambulanz und habe so starke Kopfschmerzen, halbe hinten und hier. Und sehr schwach bin ich.
Ein anderer Patient ist mit dem Rad gekommen. Als Oberärztin Carola Holzner die Diagnose Pneumothorax hört, ist sie alarmiert. Hinlegen. Auf die Trage einmal hinlegen. Nee, auf die Trage in den Schockraum. Guten Tag. Hallo, Holzner, mein Name, Oberärztin. Setzen Sie sich einmal hin. So, jetzt fahren wir Sie einmal in den Schockraum und gucken, ob Sie einen Pneu haben. Ja? Okay. Wie in den Schock. So, genau. Liegend? Ja, liegend bitte. Bitte nicht mehr laufen. Pneumothorax, das bedeutet Lebensgefahr. Die halbe Lunge ist dramatisch geschrumpft. Atem- und Kreislaufprobleme drohen. Eher zufällig wurde die akute Erkrankung entdeckt, weil der Mann in einer anderen Klinik in Behandlung ist, wegen Lungenkrebs. Offensichtlich ist sich der Patient nicht bewusst, wie schlimm es um ihn steht. Er wollte mich schon nach Hause schicken und er sagt halt jetzt, ich habe den Pneumothorax. Also, Wissen Sie, was das ist? Ein Pneumothorax? Dass da quasi die Lunge auf der Seite, wo der Pneumothorax ist, kollabiert ist und da Luft zwischen Lunge und Brustwand ist, die da nicht hingehört. Ja. Kriegen Sie denn gut Luft? Alle gut. Gut genug fürs bürgerliche Leben jetzt, ne? Gut, ich würde mich jetzt eigentlich auf mein Fahrrad setzen und nach Hause fahren. Sie möchten aufs Fahrrad setzen nach Hause? Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt erstmal mit dem Pneumothorax, ja? Weil das ist prinzipiell so, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen kann man nicht mit einem Pneumothorax durch die Gegend laufen und mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Weil vielleicht kommen Sie dann nicht mehr zu Hause an. Verstehen Sie, was ich meine? Da kann man sterben von. Ja? Ja. Okay, gut. Deswegen würde ich jetzt gerne einmal, dass wir alles ausziehen, Sie an den Monitor nehmen und dann mache ich einmal einen Ultraschall. Also Sie haben Pneumothorax auf der rechten Seite und ich suche jetzt gerade, wie ausgeprägt der ist, weil hier ist er nicht mehr. Okay, ich suche gerade die Stelle, wo ich eingrenzen kann, wie groß der ist. Also prinzipiell ist es so, dass man Pneumothorax punktieren muss, also dass man die Luft ablassen muss. Weil wie gesagt, diese Gefahr, dass sich das ausbreitet, ja, und dass quasi die kranke Seite oder die Seite mit der Luft auf die gesunde Seite drückt und das Herz beeinträchtigt, die ist gegeben. Das heißt, das muss man schon punktieren. Sind Sie damit einverstanden? Ja, also sind Sie damit einverstanden? Nee, bleibt vollkommen versammelt. Ja, ich frage Sie ja trotzdem. Ich kann ja nicht über Ihren Kopf hinweg entscheiden. Ich muss ja trotzdem mit Ihnen besprechen. Ja. Das hat natürlich auch alles gewisse Risiken. Wenn ich wo reinschneide, kann es bluten. Im schlimmsten Fall kann man Blutgefäß verletzen, sodass es auch einbluten kann. Haben Sie noch Fragen? Erstmal nicht. Gut. Carola Holzner bespricht sich mit einem Kollegen, der den Lungenkrebs des Mannes behandelt. Gemeinsam beschließt man, dass es sinnvoll ist, wenn er auch den Pneumothorax therapiert. So, wir machen jetzt nichts. Ich verlege Sie mit der Feuerwehr rüber in die Roland-Klinik. Okay? Wie romantisch, ja. Die Roland-Klinik liegt sehr schön in Fischlaken. Auf dem das ist wunderschön da, ne? Haben Sie irgendwie Angehörige? Und die schon benachrichtigt, oder? Nee. Ich bin ganz allein auf der Welt. Echt? Im Wesentlichen. Und Hedwig Tschotsch wartet weiter, schicksalsergeben. Ich hätte jetzt gerne, dass bei dieser Dame jemand Blut abnimmt. Weil diese arme Dame sitzt da jetzt stundenlang. Kann jetzt bitte einer mal bei ihr Blut abnehmen? Wir nehmen jetzt bei Ihnen einmal wenigstens Blut ab. Mhm. Ja? Und können Sie denn sitzen oder geht das noch? Ja. Okay, gut. Dann lassen wir Sie in dem Stuhl sitzen und schauen uns das an. Ja? So, ich nehme einmal Ihre Tasche, ne? Damit die nicht wegkommt. Wir lassen Sie mal, ich habe die. Blutabnahme EKG. Routine bei jedem Patienten, der in die Notaufnahme kommt. Das läuft sehr gut. Wenn Sie die Hand nur so halten, dann ist alles in Ordnung. Nach der Blutabnahme heißt es für Hedwig Tschotsch einmal mehr warten. Freitag ist Großkampftag in der Notaufnahme in der ZNA Nord. Die Warteräume überfüllt. Die Untersuchungszimmer mehr als ausgelastet. Holzner, ZNA Nord, hi. Bin ich bei dir richtig wegen Betten? So, da warten wir auf die Laborwerte, ja? Holzner? Ja? Ja, ich komme.
Wir haben gerade ein kleines Platzproblem. Ich besorge euch irgendwie eine Möglichkeit. Dann muss ich jetzt mal überlegen. Dann können wir, weil ich muss sie irgendwo hinnehmen. Ist er jetzt schon auf der Bettenstation? Weil ich muss den Jungs die abnehmen. Sie müssen ja weiterfahren. Ich weiß nicht, wo ich die hinlegen soll. Ich kann die nicht da liegen lassen. Sie ist nicht so dringend, dass sie sofort in den Untersuchungsraum muss. Ich muss nur einen Platz haben. Hier können wir ja nicht noch jemanden hinschieben. Wurde Ihnen jetzt geholfen? Ich weiß nicht, was in der U5 ist. Ann-Kathrin muss sich auch erstmal einen Überblick verschaffen. Wo ist denn der Felix? Der hat doch das Abdomen so nur gemacht, oder? Marina, wo kriege ich noch eine Trage her? Trage? Der normale Wahnsinn, wie man so schön sagt. Stift? Hast du einen Stift? Ich weiß nicht, wo mein Stift ist. Nein, ich will mir keinen Stift teilen. Ich will einen eigenen Stift. Felix, es ist alles gut. Kümmer du dich um das Röntgenbild da. It's Freaky Friday. Ich habe ja gesagt, Freaky Friday. Heute ist schlimmer als gestern. Gestern war ja auch nur Donnerstag. Ja, ja. Nicht Freaky Friday. Ich versuche, mir einen Überblick zu verschaffen über die Situation, damit ich immer genau weiß, welcher Patient wo ist, was gerade passiert, welcher Patient dringend ist, wo welche Schwester hin muss, welche Untersuchungen noch ausstehen. Es muss immer einen geben, der den Überblick hat und auch Sachen koordiniert. Das kann man nicht, wenn man in der unmittelbaren Patientenversorgung ist und in einem Zimmer verschwindet. Dann ist man nicht ansprechbar. Ich muss immer ansprechbar sein und immer den Überblick behalten. Auch ihn macht die lange Wartezeit mürbe. Er begleitet seinen kranken Vater. Ungeduld mischt sich mit Sorge. Keiner weiß, was los ist. 16.45 Uhr, Freitagnachmittag. Seit 8 Uhr ist er hier drin. Er hat keinen Stuhlgang gehabt. Da fing er an mit den Schmerzen. Und seit morgens ist er hier drin. Die CT ist jetzt auch schon von über einer Stunde gemacht worden. Wir warten auf das Ergebnis. Und keiner weiß so recht, was los ist. Ruhig, Papa, bleib ruhig. Der ist 91. Aber es dauert ewig, ewig, bis was gemacht wird, bis was passiert. Immer wieder kommen Notfälle. Er ist ja kein Notfall, keine Ahnung. Oder Schmerzen hat heute Morgen. Ich weiß nicht, was los ist. Haben Sie mal mit Ärzten gesprochen? Ja, meine Schwester, ich frage dauernd, die haben alle keine Zeit. Die laufen ja alle weg. Die Diagnose bedarf der Meinung aller Fachärzte. Am Ende keine guten Nachrichten für Vater und Sohn. Er hat schon eine Darmkrebsoperation und wir haben einen Verdacht auf ein Rektumkarzinom mit Milzmetastasen, Lebermetastasen. Ja. Jetzt muss ich kurz mich mit den Kollegen besprechen aus Gastroenterologie und Chirurgie, wie wir da weiter vorgehen, bevor ich gleich mit dem Patienten spreche. Das ist ja jetzt auch nicht so schön, die Nachricht. Hallo. So, Holzner ist mein Name, ich bin die Oberärztin. Ich würde ganz gerne mit Ihnen einmal in die U4, weil ich mit Ihnen sprechen möchte gerne. Hinter verschlossener Tür überbringt die Ärztin die Hiobsbotschaft. Die Angehörigen stehen jetzt vor einer schweren Entscheidung. Den Krebs behandeln oder nicht? Keine Therapie würde bedeuten, dass man verstirbt. Aber die Frage ist einfach, man muss bei 90 Jahren da schon überlegen, möchte man durch diese ganze Krankenhausmühle mit Operationen, mit Chemo, mit Bestrahlung oder was da alles noch folgt, oder lässt man es dann dabei und versucht die Zeit, die man hat, noch schön zu Hause zu verbringen im Kreise seiner Familie. Das ist immer so ein bisschen die Entscheidung, die man dann treffen muss. Und das muss jetzt letzten Endes die Familie treffen. Was würden Sie denn in so einem Fall entscheiden, wenn es um Ihre Familie ginge? Ich würde wahrscheinlich nichts mehr machen. Und Hedwig Schott? Ihre Kopfschmerzen sind nicht besser geworden. Die Ergebnisse der Blutuntersuchung noch nicht ausgewertet. Und sie wartet und wartet und wartet. Oberarzt Sven Büchner muss sich währenddessen um eine alte Bekannte kümmern und ist nicht amüsiert. Hallo, was ist jetzt schon wieder los? Was ist anders als vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, vor 4 Wochen? Schmerzen, aber ich kann auch nicht mit so Schmerzen leben. So, haben Sie irgendetwas von dem, was ich gemacht habe? Ich kann nirgends alleine hingehen. Ja, was soll, also, was erwarten Sie, was ich jetzt mache, wenn Sie heute schon wieder da sind mit den Problemen, die seit 3 Jahren sind, wo ich Sie in das Krankenhaus geschickt habe, was sie operiert hat, die nichts gefunden haben. Wo sie wieder hier waren, wo wir sie noch mal auf den Kopf gestellt haben, wo wir nichts gefunden haben. Wo wir
mit den Medikamenten das geändert haben, wo ich Ihnen empfohlen habe, und das weiß ich ganz genau, weil ich persönlich mich den ganzen Tag um Sie gekümmert habe, dass Sie angebunden werden an einen psychosozialen Dienst. Ich habe seit heute Nacht Schmerzen. Nee, Sie hätten mal vorher auf mich, Sie hätten auf mich vorher hören sollen. So, habt ihr irgendeinen Raum für die Dame, damit der Rettungsdienst wieder sich um sinnvolle Fälle kümmern kann? Sie kommt immer wieder mit der gleichen Geschichte und dann hat sie am Sonntagmorgen einfach Langeweile und sagt, ach, jetzt rufe ich mal an. Ja, also so eine Dame, wenn man ihr die Aufmerksamkeit gibt, dann hat sie Schmerzen, dann läuft sie hier schmerzverzerrt rum und sobald sie merkt, dass sie nicht beobachtet ist, kann sie alles alleine machen. Ja, und das ist halt so das Hauptproblem, da bin ich auch not amused, weil das kein Fall ist für die Notaufnahme. Das ist nicht einmal mehr für ein Fall fürs Krankenhaus. Ja, sie packt wunderschön die Sachen, hat als langjährige Raucherin trägt immer ihr 2,5 Kilogramm Tabakvorrat. Sie hat beim letzten Mal hinten auf der Überwachungsstation in ihrem Zimmer geraucht, am Fenster, im Klo. Ja, das sind Patienten, da habe ich absolut keine Lust mehr drauf, weil es einfach medizinisch keinen Sinn macht. Und die Frau hat einfach einen riesen Riss in der Nuss. Wir machen einmal EKG, wir machen einmal Abdomenlabor, wir machen einmal Temperatur. Ich muss jetzt gleich einmal einen Arm auspacken, damit ich sie mal ein bisschen verkabeln kann. Ne? Wir müssen einmal Blut abnehmen. Einfach nichts tun, die Frau wieder nach Hause schicken, keine Option in der Notaufnahme. So, sind die Schmerzen denn heute irgendwie anders als sonst? Noch nicht mal so schlimm wie sonst, die waren heute Nacht viel schlimmer. Okay. Ja, viel schlimmer. Und wo waren die Schmerzen jetzt? Im Po. Im Po? Auf jeden Fall im Arschloch drin. Okay. Und hier, der ganze Bauch. Ja. So, ich gucke noch einmal auf den Bauch. Da muss doch irgendetwas sein, wenn ich halt alle paar Tage kriege. Die Bauchschmerzen dauern manchmal stundenlang. Ja. Und dann kommt irgendwie was. Aber ich habe mir auch gestern, heute Nacht, 4 Einläufe gemacht. 4 Einläufe. Wenn ich mir 4 Klüsse in den Po schiebe, tut mir das auch weh. Die Patientin ist kein Einzelfall. Viele verwechseln die Notaufnahme mit einem 24-Stunden-Hausarzt-Service. Ein bisschen Übelkeit, dann kommt man ja hin. Dann hat man einmal irgendwie einen Dünnschiss gehabt, dann kommt man ja hin. Dann hat man einmal ein bisschen Heiserkeit und Schnupfen, dann kommt man ja hin. Dann hat man gesoffen, dann kommt man ja hin, weil man am nächsten Tag Kopfschmerzen hat. Und das sind halt die Fälle, die einfach leider nerven. Ja, das sind keine medizinischen Notfälle, das sind Sachen, wo man meine Oma mir gesagt hat, Junge, leg dich hin, schlaf dich aus, gut ist. Oder trink den Tee und Zwieback. Aber das ist heute, es muss ja alles mit maximalster, bestmöglicher Medizin abgedeckt werden. Und das ist halt das Ergebnis, dass wir hier überlaufen mit einem Großteil von Patienten, die eigentlich nichts zu suchen haben, die eigentlich auch hätten zu Hause bleiben sollen. Für Hedwig Czocz geht es weiter, aber nur ein paar Meter. Sie darf im Untersuchungszimmer Platz nehmen. Der behandelnde Arzt hat Unterlagen bestellt, um sich über die Vorgeschichte der alten Dame zu informieren. Doch die kann er im Moment nicht einsehen. Wir haben gerade ein Problem mit dem Computer. Das wird gerade gewartet, das Computersystem, da kriege ich keine Vorunterlagen von Ihnen. Dauert einen ganz kleinen Moment, dann bin ich gleich nochmal bei Ihnen. Ja? Gut. Also, weiter warten. Unterdessen hat eine Notärztin eine Patientin angekündigt, die auf der Straße gefunden wurde. In 10 Minuten später sind die da. Also Dame, Jahrgang 52, vom Notarzt reanimiert. Wir warten erstmal. Ich will mich dann bei euch noch mal melden, wenn was ist. In 3 Schockräumen werden akute Notfälle behandelt. Schnell und besonnen zu agieren, das ist die Herausforderung. Kopf bitte zuerst. Alle da? Alle da. Gut, willkommen im Schockraum Nord. Nee, der ZNH Nord. Liebe Sabine, was hast du uns gebracht? Beim Eintreffen lag sie schon 10 Minuten auf dem Boden, war völlig blau. Der RTW hatte dann angefangen zu reanimieren, wir waren 5 Minuten später da. Wir haben die Reanimation insgesamt 15 Minuten durchgeführt, dann hatte sie einen schmalen Eigenrhythmus und einen tastbaren Puls. Das heißt, dann haben wir aufgehört. Okay, und seitdem auch Kreislauf stabil? Seitdem Kreislauf stabil. Schnappatmung gewesen? Ja. Gut. Einmal Adrenalin. Einmal Adrenalin, sonst noch irgendetwas gegeben? Nein. Gut, dann bitte einmal umlagern. Habt ihr? Ja. 1, 2, 3. Upp. So. Wunderbar, ich mache mal unsere Beatmung dran. Sabine, hat sie denn irgendwie noch unterwegs reagiert jetzt nach euren ganzen Maßnahmen oder gar nicht? Nein. Und Pupillen waren immer ziemlich eng. Okay. So, okay. So, halten wir fest, Druck ist da.
Der Notarzt muss ja nur den Patienten lebend ins Krankenhaus bringen und den Rest, da kümmern wir uns dann jetzt drum. Die Arbeit im Schockraum ist Teamarbeit. Jeder weiß genau, was er zu tun hat. Oberarzt Büchner führt das Kommando. Für jeden Patienten, der draußen auf der Straße einen Schlauch in den Hals bekommt und künstlich beatmet wird, und sie wurde ja von den Kollegen draußen auf der Straße 15 Minuten reanimiert, das ist eine lebensbedrohliche Situation, weil wenn man nichts macht, stirbt man. Die Frau hat einen lebensgefährlich niedrigen Blutdruck. Sie scheint eine starke Raucherin zu sein. Die Funktionen der Lunge sind eingeschränkt. Das könnte der Grund für ihren Zusammenbruch gewesen sein. Alles gut. Alles gut. Einmal Alarm ausmachen, das nervt mich. So, möchtest du jetzt gleich absaugen oder? Ich möchte erstmal absaugen. Hast du Propofol da? Gib mir unsere Notfallnarkose. 3 Milliliter. So, Sättigung ist 100%. Frequenz ist da, Druck ist da. Gut, okay. Patientin reagiert langsam. Die erste, kritische Phase ist überstanden. Jetzt legen die Ärzte einen Venenkatheter. Mithilfe dieses Schlauchs, der vom Hals zum Herzen führt, werden Medikamente für den Kreislauf verabreicht. Momentan ist sie unter den Medikamenten stabil. Ja, wir haben jetzt die Hauptproblematik erstmal bearbeitet. Jetzt wird sie versorgt weiter, stabilisiert. Und dann machen wir weiter Diagnostik und dann gucken wir, wie es dann mit der Dame weitergeht. Eine Computertomographie bringt Klarheit. Die Ursachen für ihren Kollaps? Keine Überraschung für den Arzt. Es ist so wie vermutet. 1, 2, 3. So, nochmal ein Stück. 1, 2, 3. Gut. Die Grundursache ist einfach, dass die Dame zu viel in ihrem Leben geraucht hat. Das spiegelt sich in den Lungenaufnahmen wieder. Zusätzlich zu der eh schon schweren Situation hat sie einfach noch eine Lungenentzündung bekommen. Und das ist halt die Situation, warum sie einfach in diesem Zustand war, dass die Notärztin sie in ein künstliches Koma versetzt hat und dann zu uns gebracht hat. Die Situation ist immer noch so, dass das Ganze kritisch ist. Ja, wird sich jetzt halt die Zeit zeigen. Jetzt hat sie erstmal die Akutphase soweit gut überstanden. Aber wo die Reise hingeht, werden wir erst in den nächsten Tagen sehen. Und die wird sie auf der Intensivstation verbringen. Danach ist wieder Zeit für Dr. Büchners Stammkundin. Gut, was machen wir zwar jetzt weiter? Also Labor ist soweit unauffällig. Ja, ja. Also, ich habe jetzt mal mit den Kollegen gesprochen. Ich habe Ihnen eine Telefonnummer aufgeschrieben, wo Sie bitte morgen anrufen. Ja, ich nicht. Nein, Sie bleiben nicht hier. Ich schicke Sie jetzt wieder nach Hause. Ich kann das einfach hinstellen. Ja, das kriegen die Jungs organisiert. Ja, und auf dem Entlassungsbrief steht eine Telefonnummer. Und ich möchte Sie inständig bitten, dass Sie morgen dort anrufen und sich dort vorstellen. Ja, das geht mit uns beiden so nicht weiter. Nein, aber ich will mich sowieso umbringen. Ich will mir den Kopf packen. Also Sie sagen mir jetzt, dass Sie sich umbringen wollen. Ja, ich will nicht mehr. Gut, dann haben Sie jetzt einen Aufenthalt in der Psychiatrie gewonnen. Richtig. Ja, Sie haben jetzt bei mir gerade geäußert, dass Sie suizidale Gedanken haben und sich umbringen wollen. Ja, deswegen werde ich Ihnen jetzt den Kollegen der Psychiatrie vorstellen. Dann sollen die klären, inwieweit der Gedanke jetzt ernst gemeint ist. Ja, da rufe ich jetzt da an und dann kommen Sie gleich rüber in die Psychiatrie. Ist das jetzt ernst gemeint? Das weiß ich nicht. Also von mir ist das ernst gemeint mit der Psychiatrie. Die Dame hat jetzt ganz klar gesagt, sie möchte sich umbringen. Sie hat sich ein Beil in den Kopf. Ist eine Aussage, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Ja, im schlimmsten Fall schicke ich sie jetzt nach Hause. Ja, und morgen früh oder in 3 Wochen rufen die Nachbarn an, weil es im Flur stinkt. Ja, und dann liegt sie tot da. Und dann sind wir verantwortlich, weil wir sie so nach Hause geschickt haben. Von der Notaufnahme in die Psychiatrie. Sven Büchner verfasst den Befundbericht für die Kollegen. Sie kriegen einen extra Brief, den lege ich in Ihre Tasche zu Ihrer Haarmilch und den Kippen. Ja, da ist die Telefonnummer drauf und ich rufe jetzt unten in der Psychiatrie an. Und dann werden Sie gleich abgeholt. Mit diesem Ausgang hatte die Frau wohl nicht gerechnet. Für Carola Holzners nächste Patientin dagegen sind Notaufnahmen Neuland. So, hallo Frau Söhnchen, Holzner ist mein Name.
ich bin die Oberärztin. Was führt Sie zu uns? Ich mache erstmal den Alarm aus, ne? Die Dame ist 88 so. Und war zeitlebens gesund, bis vor kurzem. Okay, man sieht bei Ihnen, dass die Herzklappen jetzt so nicht ganz gut so schließen, wie sie sollen. Nein, auch in dem Alter, ne? Das wissen Sie wahrscheinlich schon, das oder? Weiß ich, genau, ja, das sieht man schon, ne? Mhm. Gut, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, ne, für das Wasser in der Lunge. Sie haben das ja auf beiden Seiten, auf der einen Seite ein bisschen mehr. Gut, also wir machen so. Was ist der Grund für das Wasser in der Lunge? Dass das Herz nicht so gut pumpt. Ja, ja. Ne? Dann würden wir jetzt Folgendes machen. Ich spreche jetzt mit dem Kardiologen, dass wir Sie auf die Station aufnehmen. Und dann würden Sie jetzt ein Medikament bekommen, was Sie ein bisschen entwässert. Das senkt, da senkt auch, wird auch der Blutdruck gesenkt. Ja? Ah ja. Und dann schauen wir mal. Ja, und dann? Dann bleiben Sie erstmal bei uns. Wie lange? Das ist das, was ich sagte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen wir gucken, wie schnell die Medikamente wirken und wie das mit der Luft ist. Ja. Und Ziel ist, dass man das Wasser aus der Lunge bekommt. Ja? Wahrscheinlich erst nach 18 Uhr geht es auf die Station. Okay? Dankeschön. Gerne. Ja, schlimmer kommen können. Das muss ich nur sehen, dass ich die Tage hier vorbeikriege. Ne? Aber Sie sind ja 88, dafür sind Sie doch eigentlich noch ganz fit, ne? Ja, bin ich immer gewesen, bis vor 4 Wochen, ne? Ja. Trotz gebrochenem Bein bin ich gut gelaufen, aber das hat mich schlapp gemacht. Nebenwirkungen sind was Schreckliches, hüten Sie sich ja davor. Jede Tablette, die ist egal, deswegen habe ich auch nie was genommen, egal ob Kopfschmerzen oder nichts, Schlaftablette gar nicht. Das ist alle nichts. Und vor allen Dingen hier unser Verhältnis. Wir hatten ein tolles Leben und waren immer glücklich und fröhlich. Man darf nicht mit schlechter Laune durchs Leben, davon wird nichts besser. Und wir gehören nicht zu den Paaren, die nur noch zusammen sind, weil sie sich am besten miteinander ärgern können, ja. Wie lange sind Sie denn schon zusammen? Wir kennen uns über 70 Jahre. Ja. Und leben jetzt 27 Jahre zusammen. Ja, wir sind beide verwitwet und sind dann wieder die Jugendliebe aufgefrischt. Und das ist uns sehr gut bekommen, wie man sehen kann. Und wir hoffen, dass es noch eine Weile so bleibt. Die Computer funktionieren wieder. Der Arzt konnte die Vorgeschichte von Hedwig Tschotsch studieren. Aber das Warten hat kein Ende. Ja, genau. Kann ich Sie in 2 Minuten wieder zurückrufen? Kleinen Moment. Ja, danke. Tschüss. Ich habe mir die Bilder jetzt nochmal angeguckt und wir haben uns jetzt entschieden, bei Ihnen ein CT zu machen vom Kopf. Ne? Mhm. Das würden wir jetzt also gleich machen. Jetzt haben wir noch ein Problem, warum Sie nochmal leider ein bisschen warten müssen. Vor Ihnen war ein Patient im CT, der leider eine infektiöse Erkrankung hatte, sodass das jetzt nochmal gereinigt werden muss. Mhm. Das Ganze kann sich daher so ein bisschen verzögern. Okay? Und fahre ich heute nach Hause? Oder? Das kommt drauf an, was die Befunde im CT zeigen. Ne? Und wieder ein Fall für den Schockraum. Diagnose der Notärztin, allergischer Schock. Ursache unklar. Zustand der Patientin benebelt, aber bei Bewusstsein. Herzlich willkommen. Tetra Nord, grüße dich. Was hast du uns mitgebracht? Das ist eine ca. 45-jährige Patientin, die eine anaphylaktische Reaktion auf unbekannten Ursache bekommen hat. Die war heute Morgen auf dem Trödelmarkt und ist dann nach Hause gekommen, hat Husten gekriegt, hat Juckreiz bekommen, Atemnot. Die waren dann auf der Straße unterwegs nach Hause. Dann ist sie kreislaufkollaptisch geworden, lag auf dem Boden, hatte circa 2 bis 3 cm große Pusteln am ganzen Oberkörper. Ich habe ihr 0,5 Milligramm Adrenalin IM gegeben. Durch das Adrenalin sind jetzt die Pusteln auch sehr stark zurückgegangen. Ja. Gut, noch Fragen an die Notärztin? Dann bitte einmal mit euren Sachen komplett umlagern. Habt ihr alle? Ja. 1, 2, 3. So, hallo. Herzlich willkommen in der Uni Essen. Ja. Dann bitte einmal Zugang. Großes Notfalllabor. Ja. So, bleiben Sie einfach ganz ruhig liegen. Entspannen Sie, genießen Sie die Show. Eigentlich verlangt die Behandlung Dr. Büchners volle Konzentration. Doch dann klingelt das Telefon. Sprechen Sie mal mit uns. Anruf aus einem Heim. Ein Mann soll in die Klinik gebracht werden, der gestern schon da war. Büchner, Zentrum Nord, hallo. Hi, grüß dich. Wie
Wie heißt denn der Patient? Pass auf, den haben wir gestern entlassen. Büchner hier, der Dienstleitende Oberarzt von der Sittner Nord. Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum Sie den Patienten heute schon wieder zu uns schicken wollen, nachdem wir den gestern in Konsens mit den Neurologen und uns Notfallmedizinern gesehen haben. Sage ich Ihnen ganz ehrlich. Was sollen wir jetzt heute anders machen, als gestern war? Bereits am Tag zuvor war der Mann in die Notaufnahme eingeliefert worden. Und das nicht zum ersten Mal. Das ist ein Patient, der sich umbringen wollte und deswegen aus dem Fenster gesprungen ist vor 4 Jahren. Er ist querschnittsgelähmt und liegt eigentlich nur als Pflegefall im Bett. Dem ist das halbe Gehirn weggenommen worden. Und der kriegt immer wieder Krampfanfälle. Die Neurologin hat mich gebeten, einmal mit drauf zu gucken, ob irgendetwas mir anders auffällt, als das sonst war. Deswegen gehe ich da einmal schnell gucken, ob mir was auffällt. Und dann kann der Patient auch wieder nach Hause in sein Heim zurückverlegt werden. Hallo! Na, wie geht's Ihnen? Alles soweit wieder gut? Ja? Okay. Dann können Sie wieder nach Hause, ne? Ja, ich sag Bescheid, dass Sie nach Hause können. Okay? Gut. Dann gute Besserung. Es ist immer dasselbe Spiel. Die Betreuer schicken ihn in die Notaufnahme und die Ärzte dort schicken ihn zurück. Krisenmanagement im OP. Klären Sie das bitte mit dem Hausarzt und geben Sie mir bitte einmal noch mit dem Mitarbeiter vom Rettungsdienst. Ja, tschö. Der Sven, ja, also ich habe denen gesagt, die haben die Kappe am Rennen. Also ein bisschen unverschämt. Ja, ihr könnt jetzt fahren. Du kannst dokumentieren, dass ich als diensthabender Oberarzt gesagt habe, der Patient braucht nicht ins Krankenhaus, weil der gestern schon hier war. Es gibt keine Befundänderung zu gestern. Das kann man alles ambulant mit dem Hausarzt klären. Dafür muss man nicht einen Patienten hier ins Krankenhaus bringen. Das ist dann halt immer parallel arbeiten an mehreren Baustellen. Vor ihm auf dem OP-Tisch die junge Frau mit dem anaphylaktischen Schock, einer gefährlichen allergischen Reaktion. Als der Notarzt gerufen wurde, schwebte sie in Lebensgefahr. Doch jetzt gibt es Entwarnung. Haben Sie sehr schön mitgemacht. So, den Arm jetzt mal locker liegen lassen. Gut, dann werden Sie noch ein bisschen überwacht, dann bekommen Sie noch was zum Wärmen. Und dann müssen Sie halt ein bisschen hier bleiben. Wahrscheinlich bis morgen. Gut. Dann einfach die Augen zu machen, entspannen. Wir überwachen Sie. Wenn irgendwelche Probleme sein sollten, sagen Sie Bescheid, ist immer jemand hier bei Ihnen. Ja? Ganz dramatisch wird sowas, wenn dann die Atemwege zuschwellen, dann kann es halt ganz schnell zu einer lebensbedrohlichen Atemnot kommen und dann halt zu einer Reanimationsfähigkeit. Deswegen ist das nicht ohne. Deswegen haben wir, nachdem auch der Notarzt angerufen hat, sofort gesagt, wir machen das über den Schockraum. Indikation war ja richtig, weil der Dame ging es ja von Anfang an nicht wirklich gut. Jetzt so im Nachhinein hat sie sich etwas stabilisiert, sie hat so ein bisschen beruhigt. Und jetzt müssen wir einfach erstmal ein bisschen abwarten. Unterdessen hat die Pflegerin aus dem Heim wieder angerufen. Sie besteht darauf, dass die Ärzte den Mann, der gestern schon da war, noch einmal behandeln. Der hat einen Blutdruck, der ist gut, der hat eine Sättigung, die ist gut, der hat eine Herzfrequenz, die ist gut und der hat einen Blutzucker, der ist gut. Und das kann man alles morgen klären, dafür braucht sich die Pflege keine Sorge machen und den heute schon wieder, nach 18 Stunden, nachdem wir den zurückgeschickt haben, wieder hier hinschicken. Okay. Ja, deswegen. Klar, dann weiß ich Bescheid. Na, der, also wenn der kommt, dann fahre ich ihn persönlich zurück in sein Heim. Dann packe ich den, genau, dann packe ich ihn in den Kofferraum und fahre ihn persönlich zurück zur Dahlhauser Straße und werde mit denen mal ein ernstes... Nimmst du mich mit, dann fahren wir einmal durchs McDrive? Der soll definitiv nicht kommen, das habe ich denen gesagt. Okay. Im Wartezimmer sitzt seit Stunden eine junge Frau. Völlig allein, ohne Begleitung. Sie macht einen leicht verstörten Eindruck. Eigentlich wollte sie gar nicht in die Notaufnahme. Na, ich bin seit gestern Abend. Nur der Notaufnahme aufgrund der epileptischen Anfällen. Und da wurde ich wieder nach Hause gefahren. Und da hat meine Mutter, da hatte ich nachts zu Hause wieder Anfälle gehabt, da hat meine Mutter mich wieder hingefahren, die blöde Kuh. Und dann, ja, jetzt warte ich hier die ganze Zeit, die Ärzte schafft es einfach nicht, den Taxischein auszufüllen. Ich kann nicht nach Hause fahren, weil ich keine Schuhe habe und nur den Schlafanzug ein bisschen.
Ich spreche die immer wieder an, aber die sind alle, haben alle zu tun und hören gar nicht zu. Deswegen bin ich dahinter gelaufen. Mir egal, ob ich rein darf oder nicht. Hauptsache wird beachtet und mir wird weitergeholfen. Der Fall offenbart das Dilemma, in dem die Ärzte häufig stecken. Eigentlich ist die Frau hier fehl am Platz. Aber einfach nach Hause schicken kann man sie auch nicht. Und Sie würden gerne nach Hause, richtig? Was soll ich denn hier machen? Ja, genau. Dann würde ich es nochmal kurz mit Ihrer Mutter besprechen, weil die halt leider die Betreuung hat. Ne? Und da müssen wir den Aufenthaltsort, muss mit ihr rückgesprochen werden. Ne? Ich kann ja Opa anrufen, der soll mich abholen. Ja, auch das würde gehen. Grüße Sie, ich bin der zuständige Oberarzt hier in der Notaufnahme. Der Arzt kann die Mutter überzeugen, ihre Tochter wieder zu Hause aufzunehmen. Und man hat auch einen Plan, wie es weitergehen soll. Das wird so vereinbart, Sie bekommen bei uns einen Termin in der Epilepsie-Sprechstunde. Ja? Würden Sie einen Moment noch im Wartezimmer Platz nehmen und der sozusagen der Krankentransport, sobald die da sind, werden Sie dann aufgerufen, dann geht es nach Hause. Ja? Doch wer nicht kommt, ist der klinische Shuttle Service. Ja, warum dauert das denn so lange? Weil es auch draußen auf den Straßen Notfälle gibt. Deswegen, sobald die einen Wagen frei haben, kommen sie rüber und nehmen sie mit. Und aber da stimmt doch gerade jemand. Genau, es gibt einen Unterschied zwischen Krankentransport und Rettungsdienst. Der Rettungsdienst, der, wie der Name so schon sagt, rettet die Leute von der Straße und der Krankentransport transportiert. Und sobald die Zeit haben, kommen die vorbei und nehmen sie mit. Bis dahin müssen wir leider alle warten. Darauf haben wir auch hier keinen Einfluss mehr drauf. Ja, weiß ich. Ja, bis 17 Uhr kann ich nicht warten. Ich hoffe auch nicht, dass es so lange dauert. Ja, ich schon. Warum kann man der jungen Dame dann nicht einfach ein Taxi bestellen hier? Weil sie quasi unter Begleitung, wenn ich das richtig verstanden habe, unter Begleitung nach Hause gebracht werden muss, damit sie, wo gehen Sie jetzt schon wieder hin? Was machen Sie denn da? Angehörige, die sie nach Hause bringen könnten? Fehlanzeige. Die junge Frau geht an diesem Tag ihren Weg allein. Manche sind halb tot, wenn sie in die Notaufnahme kommen. Andere fühlen sich nur so und erwarten, dass man das auch so akzeptiert. Also da als Hauptdiagnose hat sie eine Hautveränderung am Unterschenkel. Ja, kann jetzt auch gar nicht lokal sagen, was jetzt wehtut. Deswegen einmal komplett Kopf bis Fuß untersucht. Wir gucken jetzt einmal Labor an, ob da irgendwas Auffälliges ist. Aber eigentlich ist es eine Patientin, die nach Hause gehen kann. Sie möchte aber wegen der Rundum-Sorglosversorgung eine Nacht hier bei uns bleiben, was wir allerdings nicht gewähren können. Schmerz ist halt immer was Subjektives. Jeder Mensch reagiert anders auf Schmerz. Und bei manchen kann man das Bein abreißen, da sagen die, och, ist ja nichts. Und andere haben irgendwo sich einen Finger zu tief in der Nase gepopelt und kommen dann hier mit unstillbaren Schmerzen an. Bei der Aufnahme hatte die Patientin angegeben, ihre Schmerzen seien nicht auszuhalten. Das Ergebnis der Laboruntersuchungen erzählt eine andere Geschichte. So, hallo. Also, Laborwerte alle gut. Ja, wir haben das jetzt bestätigt, was die Dermatologen heute Morgen auch gefunden haben. Keine Auffälligkeiten im Labor. Ist denn jemand, der sie abholen kann? Ist denn jemand da, der sie abholen kann? Nach Hause. Oder wie sind Sie denn heute Morgen hier hingekommen? Alles nicht verstanden, Russisch, später Russisch. Der Svenja, hi. Mal, wer von euch spricht denn Russisch fließend? Nein, Holländisch haben wir nicht. Gut. Also, wie sind Sie denn heute Morgen hier hingekommen? Zu Fuß, mit Taxi, mit Auto? Soll ich Ihnen ein Taxi rufen für zu Hause? Aber Taxi ist so teuer. Ja. Ich alles bezahlen, ja. Also, Sie müssen klären, ob Ihre Krankenkasse das bezahlt. Ich rufe meine Freundin. Hallo? Hallo? Wenn ich mit der Patientin fertig bin, kümmere ich mich um Sie.
Ne? Weil wenn ich zaubern könnte, wäre ich in Las Vegas und nicht hier. Ja. Ja, wir würden gerne jetzt die Patientin nach Hause schicken. So. Können Sie ihr das so sagen? Ja? Okay. Jo, bitte. So, einmal nochmal für Sie. Sie muss irgendwie aus ehemaligen Russland kommen. Sie spricht Russisch. Hat auch kyrillische Buchstaben auf ihrem Telefon. Irgendwie ehemaliger Ostblockstaat. Die Sprachkenntnisse reichen jedoch, um klarzumachen, sie will ein Rezept. Wegen der Schmerzen im Bein. Tabletten trinken, auch laufen, Sie haben? Schreiben. Nee, wir dürfen keine Rezepte ausstellen. Wir sind schon gewöhnt. Ja. Also, nochmal, sie hat ja Schmerzmedikamente, sie ist ja gut eingestellt, nach dem Stufenschema wunderbar. Wir dürfen hier keine Rezepte ausstellen, dazu muss man zum Hausarzt gehen. Von ihrer Freundin erfährt der Oberarzt, dass die Frau zwei Kinder hat, die eigentlich von der Schule abgeholt werden müssten. Ja, aber wer kümmert sich um die zwei Kinder? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, sie wird heute Morgen hier von Ihnen hingefahren, hat zwei Kinder, die in der Schule sind. Was ist denn, wie geht denn der Plan weiter? Wann könnten Sie denn kommen, Sie hier abholen? Ja, dann übersetzen Sie ihr das und dann besprechen Sie das jetzt weiter. Sehr gerne, ja. So, einmal für Sie. Verantwortung für die Patienten. Das ist für den Arzt mehr als nur Diagnose und Therapie. Es ist ja nicht nur, dass die Patienten kommen, wir sie behandeln. Wir machen uns auch Gedanken, wie wir Patienten wieder nach Hause kriegen. Na, natürlich kann man einfach sagen, das ist nicht mein Problem, ich schmeiße den Patienten raus. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den wir hier haben. Irgendwo habe ich auch eine gewisse Sorge, zu gucken, wie ein Patient nach Hause kommt, dass der Patient sicher nach Hause kommt. Ja, im schlimmsten Fall, wenn sie jetzt, sie hat Hausschläppchen an, wir haben Anfang November, ja, mit den Hausschläppchen Anfang November ist vorprogrammiert, dass sie sich dann irgendwas an Erkältung und sonst was holt. Und das müssen wir auch irgendwie gucken. Ja, so die Damen gerade auf Socken, die können wir auch nicht einfach zu Fuß nach Hause lassen im Winter. Gut eine Stunde später. Die Frau kann nach Hause gehen, obwohl sie nur zu gern geblieben wäre. Ihre Freundin ist gekommen, um sie abzuholen. Zum Laufen fühlt sie sich zu schwach. Für Hedwig Czotsch hat das Warten ein Ende. Vorläufig. Das CT steht bereit für die alte Dame mit den heftigen Kopfschmerzen. Ich sag dann einmal kurz Bescheid, dass sie jetzt da sind. Und dann machen wir das CT kurz, ne? Und was haben Sie für Chemo genommen? Wegen was? Krebs. Ja, was für ein Krebs? Es gibt ja viel Krebs, ne? Ja, Myom oder wie heißt das? Myom. Ja. Ja, okay. Seit wann haben Sie das schon? 3 Jahre. 3 Jahre haben Sie das schon, ist auch schon lange, ne? Und jetzt haben Sie so Kopfschmerzen die ganze Zeit, ja, ne? Seit wann haben Sie die Kopfschmerzen? 3 Tage. Seit 3 Tagen, ne? Aber schrecklich. Sehr schlimm, ja. Wohnen Sie alleine zu Hause, nein, oder? Nein, mit Mann. Mit Mann. Der kümmert sich dann ein bisschen um Sie, ne? Ja, 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 ja. Kann hat man nicht klagen. Nee. Hat er Sie auch hier hingebracht oder sind Sie mit einem Rettungswagen gekommen? Rettungswagen. Oh Gott. Junger Mann, aber sehr nett, ne? Ja, muss so sein, ne? Ja. Empathie ist vielleicht das größte Kapital des Teams der ZNA Nord. Auch die nächste Patientin braucht Mitgefühl. Da ist sie bei Chefarzt Dr. Kehl genau an der richtigen Adresse. Die Frau bekam keine Luft mehr und hatte Todesangst. Wann hat das denn jetzt wirklich angefangen, dass die Luft so schlechter wurde? Ja. Gestern, vorgestern? Jetzt haben wir das Hörgerät verloren. Seit wann denn? Ein Tag, 2 Tage, 3 Tage? Schon eine Woche. Eine Woche schon. Und warum haben Sie jetzt angerufen? Wie kam das dann, dass es jetzt so schlimm war? Weil ich heute Morgen gedacht habe, das war es jetzt. Ja. Heute Morgen ging gar nichts mehr. Heute Morgen? Ja. Ich habe dann nur da gestanden und nach Luft geschnappt. Ja. Ich war auch nicht in der Lage, ein Glas Wasser zu trinken oder irgendwas weiter. Aber jetzt haben wir doch schon Nachmittag und Sie sagen, es war heute Morgen schon. Ja. Dann haben Sie erst mal ein bisschen überlegt, ob es besser wird. Nee, weil ich eigentlich jemand bin, der sofort nach dem Arzt reist. Naja, ich wollte nur fragen. Rauchen Sie? Nein. Haben Sie mal geraucht? Ja. Und seit wie vielen Jahren haben Sie Probleme mit der Luft? 10 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre? Nee, angefangen hat das eigentlich
so vor 7 Jahren so. Mhm. Wir gehen mal in die Wäsche so ein bisschen. So. Also, das lohnt sich noch. Bei uns lohnt sich das immer. Nicht so rumtoren, sonst wird die Luft noch wieder schlecht. Ja. Wir machen das schon. Ja, aber der Mund ist so trocken. Ja, und jetzt sprechen wir mal im Moment nicht. Wenn Sie viel quasseln, dann wird das ja auch wieder anstrengender, ja? So, dann einmal ganz ruhig liegen bleiben, ja? Also wir machen jetzt ein Röntgenbild erstmal. Dann sehen wir schon mal, was mit der Lunge so ein bisschen los ist. Und dann gucken wir mal, dass es mit der Luft langsam besser wird. Und dann schauen wir mal. Luftnot, eigentlich Routine. Und dennoch gibt es keine Standardantworten. Luftnot ist zwar unangenehm für die Patientin, aber wo das herkommt, ob Herz oder Lunge, das ist so ein ganz klassischer Fall von einer Differentialdiagnose in der Notaufnahme. Das weiß man erst, wenn alle Befunde da sind. In Extremsituationen die richtigen Worte zu finden, oft der erste Schritt zur Besserung. Also Ihr Röntgenbild auf den ersten Blick sieht das ganz gut aus, aber wir müssen jetzt noch ein paar Laborwerte erstmal angucken. Ja? So, das Blut haben wir schon mal. Leben Sie noch? Ja. Gut. Alle unsere Werte sagen, es ist nicht das Herz, es ist die Lunge, die die Luftnot macht. Deswegen haben wir auch schon die richtigen Medikamente ausgesucht für Sie. Und ich gehe davon aus, dass sich das die nächsten, sage ich mal, Stunden weiter bessert. Mhm. Und da müssen wir jetzt überlegen, was wir noch mit Ihnen machen. Aber auf jeden Fall bleiben Sie erstmal hier. Mhm. Nach Hause ist nicht. Mit dem Notarztwagen kommen oder nach Hause ist sowieso meistens nicht. Aber das müssen wir jetzt mal auskurieren. Das kann man auch nicht zu Hause machen bei Ihnen. Okay? Ach gut. Das ist eher so, dass viel auch über Beruhigung und über gutes Zureden und gute Medikamente funktioniert und das einfach ein, zwei Stunden braucht, bis die ersten Symptome, die schlimmen Symptome weggehen und dann muss man ein paar Tage halt behandeln, dass es wieder so ist wie vorher. Es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, es gäbe die Droge Arzt in der Behandlung der Luftnot, gerade bei diesen chronisch lungenkranken Patienten. Das ist nicht unerheblich, sagen wir mal so. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit den Leuten auch redet und sie nicht nur durch die Maschine dreht. Schlechte Neuigkeiten haben die Ärzte indes für Hedwig Czocz. Auf den Computertomographien ist zu erkennen, dass ihre starken Kopfschmerzen einen ernsten Hintergrund haben. Der Krebs ist noch nicht besiegt. Wir haben jetzt gesehen im CT, dass also das typische Schrotschädelphänomen zu sehen war. Das heißt, dass sich Knochen also auflöst durch diese Erkrankung. Das heißt für die Patientin, dass sie eine neue Chemotherapie sehr wahrscheinlich braucht. Und deswegen werden wir sie jetzt auf der Hämato-Onkologie aufnehmen. Nicht jede Geschichte in der Notaufnahme Essen hat ein Happy End. Schicksale wie die von Hedwig Czocz hinterlassen ihre Spuren bei den Ärzten und Pflegern. Und lange Schichten mit kurzen, manchmal gar keinen Pausen zehren an der Energie. Ich bin jetzt ziemlich müde. Ich möchte jetzt auch irgendwann mal Feierabend haben. Was erzählen Sie Ihrem Mann, wenn der fragt, wie war dein Tag? Der fragt schon gar nicht mehr. Also ich bin einfach kaputt. Der hat mich eben schon angerufen und hat mich gefragt, ob ich heute vor 12 nach Hause komme. Und da habe ich gesagt, ich denke schon, es sieht ganz gut aus. Sodass ich hoffentlich gleich auf die Couch gehe und meine Beine hochlege und dann war es das für mich. Ich muss morgen wieder um 7 Uhr hier sein. Es braucht starke Nerven und ein stabiles Umfeld, im Halbstundentakt mit immer neuen, oft tragischen Fällen konfrontiert zu sein. Letzten Endes versuche ich, wenn ich die Klinik verlasse, möglichst wenig davon mit nach Hause zu nehmen und mir einen Ausgleich zu suchen. Es gibt aber immer wieder Fälle, die man mit nach Hause nimmt, die man auch besprechen muss, ob mit dem Partner, ob mit befreundeten Ärzten, die das auch nachvollziehen können. Ich kann mich noch erinnern, wie beispielsweise der erste Tote, den ich gesehen habe, mich tagelang beschäftigt hat und ich da auch wirklich Zeit brauchte, für mich drüber nachzudenken. Jede Situation, die man erlebt, führt dazu, dass man immer weiter lernt, mit der Situation umzugehen. Trotzdem gibt es immer wieder Situationen, die neu sind, auf die man sich neu einstellen muss und die man dann trotzdem noch mit nach Hause nimmt. Ich glaube, alles vergessen kann man nicht.